Eine Firma aus Feistritz im Drautal hat eine ungewöhnliche Idee zu einem Verkaufsschlager gemacht. Sie hat ein neues Spielgerät entwickelt, das aussieht wie ein Ei, aber eigentlich ein Ball ist. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das sportliche Ei kann nämlich als Volleyball, als Fußball oder als Basketball verwendet werden. Man nehme ein Ei und einen Fußball. Und es entstehe ein Eggball. Das neue Spielgerät mit dem enormen Spaßfaktor ist universell einsetzbar. Die Entwicklung des Balles hat rund ein Jahr gedauert. Die angepasste Rundung wurde speziell entwickelt, sodass das veränderte Sprung- und Flugverhalten einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad erhält. Der Eggball wird mittlerweile weltweit vertrieben. Die Idee war grundlegend für Schulen und Vereine, einen Ball zu entwickeln, der ja nicht so leicht zum Spielen ist. Und das war die Grundidee. Dann haben wir uns mit Sportpädagogen zusammengesetzt. Und dann ist die Idee entstanden, den Ball in Eierform zu bauen. Ein wichtiger Faktor ist auch der soziale Effekt. Während des Spieles soll ein Gleichgewicht zwischen starken und schwachen Spielern hergestellt werden. Das ist total schwierig mit einem Eierball ein Eggball schießen, weil der Ball immer, wenn er aufkommt, in eine andere Richtung hüpft. Und das ist aber total lustig und es macht riesen viel Spaß. Dann bin ich aufgesprungen, dann habe ich den Matthias noch eine Gurken geschossen und dann habe ich mit dem Außenriss reingeschossen. Egal ob beim Volleyball oder beim Sitzfußball, das Spielgerät hat so seine Eigenheiten. Schwer ist es im Sitzfußball, weil er dann leichter springt und du kleiner bist mit den Füßen, dann springt er da über die Füße wahrscheinlich, meistens, wenn er so hupft. Wenn man probiert, ein Tor schießt, sollte man eben am besten ihn von unten treffen, weil er eben so eine Form hat. Sollte man ihn von unten treffen, dann geht er höher und dann geht er ins Tor.